So, Monster, herzlich willkommen hier bei mir zum letzten Mal in 2018. Und heute möchte ich mir mit euch zusammen das Grünland-Update von ein paar Missionen mit Grünland, das heißt mähen, wenden, schwaden und dann pressen oder mit dem Ladewagen einfahren. Und wenn alles klappt, dann würde ich gerne beides mit euch zusammen machen. Und das gucken wir uns an und dann bin ich mal gespannt, wie das so ankommt, wie das so ist. Und wir einmal das Mähwerk anhängen. Okay, wo muss man hin? Fahre zu Feld 47, alles klar. Warte mal, ich mal eben ein bisschen. Oh, so. Schauen wir mal. Ich denke, damit können wir arbeiten. Mähwerk ausklappen. Die Animationen sind auch mega, ne? Ich finde die so gut. Okay. Machen wir so. Jetzt habe ich sie eingeklappt. Ausklappen. Wieder an. Nach runter. Ja, okay. Dann machen wir das mal eben. Zusammenklappen und dann einmal zum Fahrzeughändler ausklappen. Einmal abhängen. Ja. Einmal vorwärts fahren, bitte nicht rückwärts. So, dann ziehen wir jetzt den Heuwender an. Ne? Dann hängen wir jetzt den Heuwender an. Auch der, ne, vom Modell her. Mega geil. Gefällt mir richtig gut. Das Heuwenden, ne? Das Heu, das Gras oder Heuwenden. So. Guck mal. Ist der nicht schick? So, wir klappen den aus. Auch die Animation wieder extrem geil. Oder? Mega. So, ich schätze mal. B. Nice. Jetzt, wo du den anderen hast, hast du dann nur noch Ärger gemacht. Ach du grüner Neuner. Ja, ist natürlich scheiße. Scheiße. Alter. Verändert sich das gerade? Oh ja, doch. So ein bisschen, ne? So ein bisschen verändert sich das Gras hier immer schon. Ihr habt jetzt den Kuhn aus dem LS. Oh, okay. Und mit dem seid ihr jetzt zufrieden, ne?
Fahrer zum Fahrzeug hin, ne? Okay. Sind wir schon fertig mit Wänden oder was? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. 47, okay, pass auf. Dann werden wir jetzt einmal wenden. Damit wir das halt auch einfach mal gemacht haben, ne? Einmal fahren wir es einmal hier drauf. Ich finde, es gehört schon dazu, logischerweise. Ne? Wir wollen ja auch mal gucken, was das Spiel so von uns verlangt. Okay, dann schmeißen wir es einmal an. Wände absenken. Und los geht's. Quasi mit beiden Spieß. Okay. Wir schwaden mit beiden Spieß. Wenn dem so sein soll, dann soll dem halt so sein, nicht wahr? Schwade ausklappen. Jo. Okay, anschalten. Achso, ist noch nicht fertig. Anschalten. Ja, zusammen schwaden, ne? Kann sein, dass der Schwader sich falsch rumdreht. Macht irgendwie ein bisschen den Eindruck für mich. Kann mich aber auch täuschen. Nice. Ja, das Helfersystem ist sowieso irgendwie. Cooler in Kettle und Crops, muss ich sagen. Ich bin gespannt, ob man vernünftig auch etwas mehr als eine Bahn in einen Schwad zusammenlegen kann. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Wir werden jetzt hier einmal so hochfahren und dann fahren wir quasi andere Seite vom Schwad wieder runter. Dann müssen wir ja einen ordentlichen Schwad da liegen haben. Hoffe ich zumindest mal. Den man dann vernünftig verwursten kann. Schauen wir mal. Einmal so. Einmal so. Einmal so. So, einmal runter. Und jetzt quasi, ne? Andere Seite vom Schwad, dass er schön dicht liegt. Und ich denke, dann kann man da mit der Quadrant auch ganz gut arbeiten. Da bin ich mal gespannt, wie der Schwad gleich aussieht. So von der Textur her auch. Das ist ja auch das, was interessant ist. Thank you.
Mega schick, hüpft ein bisschen, aber sieht richtig gut aus. Und hier Glas Quadrant mit diversen Details und sieht schon richtig schick aus. Und ich bin auf den Sound gespannt. Schön gerade und das ohne GPS. Ja, aber hallo. Ne? Klappe die Beinrampe aus. Okay, einmal ausklappen. Ja, schön mit der Kette da anschalten. Hört sich geil an, oder? Hört sich richtig geil an. Auch der Sound von Deutz ist halt mal mega. So, wir holen noch ein bisschen aus. Eins müssen sie noch ändern bei Kettle und Cops. Ja, ändern müssen sie noch einiges, würde ich behaupten. So, Pickup senken. Jetzt wollen wir beide aus dem Holzspat pressen, danach werden wir die Beine auf den Transportwagen laden und sie beim Händler verkaufen. Natürlich. Produziere 6 Beine. Na mal gucken, ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. So, beim Pressen müssen wir aufpassen. Da müssen wir entsprechend aufgrund der Schwarthöhe und Dichte und so weiter müssen wir halt gucken, dass wir da keine Verstopfung im Pickup produzieren von der Presse. Das heißt, wenn wir jetzt so schnell fahren, dann würde die Pickup verstopfen, dann müssen wir erstmal frei machen und so weiter. Das ist halt schon ganz geil. Übrigens hier der Deutz auch von innen. Richtig schick. Na komm mal, vorne kommt schon der nächste Helfer. Sehr geil, sehr geil. Gefällt mir richtig gut. Es müssen nochmal schöne rote Trecker kommen. Es müssen noch so einige Trecker kommen, die ich mir im Spiel wünschen würde. Ist ja sowieso vom Content her. Ist da ja noch nicht wirklich viel da, ne? Die roten reichen dir erstmal. So 7 Ballen soll man produzieren. Oder was haben wir? 6, 7? Weiß ich nicht. Wir haben jetzt gerade mal. Weiß ich nicht, wie viele. Oder so vom Sound von der Presse her, muss ich sagen. Schon okay. Zwar von den grafischen Aspekten abgesehen, sieht schon richtig geil aus. Oh, siehst du? Oh. Wir haben eine Verstopfung. Ach du Junge. Ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal hier. Irgendwie konnte man das wieder entfernen, glaube ich. Siehst du, wir sind nämlich jetzt hier. Ah, hier. Achso, Maschine zuerst ausschalten. Ja, das macht vielleicht Sinn, hä?
So, Maschine ausschalten. Jetzt musst du hier rangehen und sagen, okay, hier entfernen. Fusch. Dann löst sich das so einmal auf. Jetzt können wir das gute Stück wieder anschalten. Ja, da waren wir einmal zu schnell. Einmal wieder der Deutz, logischerweise. Der ist richtig schick. Ladewagen sieht mega aus, muss ich sagen. Hier vorne auch die Pickup richtig schön ausmodelliert. Giga Vitesse. Hier hinten ganze Verschlussmechaniken, Hydrauliken und so weiter. Richtig cool. Wir müssen hier einsteigen. Um 8. Ladewagen anschalten. Ist an. Ist an. Ja. Hat noch keinen Sound, wa? Hat noch keinen Sound. Schade. Ah, schade, schade, schade. Oder? Ne, hat immer noch keinen Sound. Okay. Okay, da kommt es an. Also schön von dynamisch von vorne befüllt. Das gefällt mir mega gut. Ziemlich cool aus. Hinten die Dosierwalzen. Auch dass er je nach Höhe aus dem, ne? Also habt ihr gesehen? Je nachdem wie viel drin geladen ist, das ist tatsächlich auch aus